Der Andi Brunschwiler ist der Kopf vom Budozenter Obrutzwil. Doch jetzt ist Schluss. Er tritt kürzer und gibt Führung ab. Damit geht die Ära mit vielen schönen Erinnerungen zu Ende. Wenn ich so zurückschaue, dann muss ich schon sagen, die Schüler, die bei mir so als ganz kleine reingekommen sind und dann später gross rausgekommen sind oder einen Schwarzgurt machen können, das sind schon so rückblickend schöne Momente. Vor 34 Jahren hat Andi Brunschwiler das Budo-Center gegründet. Angefangen hat er mit einer Schnupperwoche in den Schulferien. Da haben wir einen Zettel verteilt in der Schule und da sind 35 Kinder gekommen. Und nach dieser Woche haben dann die Eltern gefragt, ob man da nicht da etwas aufbauen könnte. Und wo sich 30 Kinder gemeldet haben, dann habe ich gedacht, ja, jetzt müssen wir etwas machen. Und so ist dann entstanden. Von hier an ist es steil bergauf gegangen. Zeitweise stand die Brunschwiler täglich auf der Matte gestanden. Es sind einfach immer mehr Kinder gekommen. Jedes Jahr 20 mehr und irgendwann sind wir dann mal bei etwa 130 Kindern gewesen. Und dann hat er auch noch angefangen, Wettkämpfe zu organisieren. So, dass sich die Jungen auch mal außerhalb des Trainings messen können. Ich war einmal zufrieden, wenn ich so 10-15% der Kinder dazu bewegen konnte, mal in den Wettkampf mal schnuppern, schauen, wie ist es dort und dass sie auch dort Spass bekommen haben. Natürlich hat es auch immer Judo-Trainings für Erwachsene gegeben. Und später sind dann auch noch Karate und andere Kampfsportarten dazugekommen. Der Andi Brunschwiler hat in dieser Zeit viel Herzblut investiert und hofft jetzt, dass es künftig genauso erfolgreich weitergeht. Es ist einfach schön, wenn ich sehe, dass das, was wir aufgebaut haben in diesen 34 Jahren, dass es weitergeht. Und mit dieser Crew, die jetzt da ist, da habe ich ganz ein ganz gutes Gefühl.